Hallo Leute, hier ist der Ralf. Nachdem natürlich das Lied vorgelegt hat, der hat den fetten Diss gemacht. Letzte Woche hat euch eingeladen dazu, eure Weihnachtsgrüße per Mail oder per Facebook oder sonst irgendwas zu versenden. Jetzt probiere ich es nochmal mit einem kleinen Jahresrückblick. Ja, genau vor einem Jahr bin ich eingeladen worden vom Bürgermeister. Der hat mir gesagt, ich soll mir das Objekt anschauen, das jetzige Matrix. Und natürlich war ich in dem Gebäude und war sofort verknallt. Im Januar bin ich dann als Leiter bestimmt worden. Und ihr seht ja im Hintergrund, weil es da noch alles ausgeschaut hat, da und da, was da alles war, wahnsinnig. Das Klo war im Rohbau, die Theke stand noch da. Unsere Planung machen, was bis jetzt kommt. Natürlich sind mir dann noch ein paar andere eingefallen, die vielleicht eventuell für das Objekt in Frage kommen. Und da habe ich gefunden den Michi. Der war ganz wichtig. Schaut mal, Michi. Topmann, habe ich gewusst, kennt sich aus mit allem, was man braucht und so weiter. Welche Musikanlage, was man alles machen kann, was jugendfreundlich ist, mit wem man kooperieren kann und so weiter. Dann ist mir natürlich eingefallen, das ist ja der beste Medienpädagoge, den man überhaupt haben kann. Und habe Steve dann gebucht. Steve ist auch mit dem Team. Was heißt das? Wer noch mit dem Team ist, ist natürlich der Alex Bartel. Alex. Der ist auch mit dem Boot als Praktikant dieses Jahr. Dann haben wir noch den Stefan Ischinger. Last but not least, unser Streetwork Team ist, der Harry hat uns verlassen. Harry, hier nochmal ein Bild vom Harry. Gut. Dafür hat die Fabiola die Stelle für 35 Stunden bekommen. Fabiola hier. Und der Harry ist ergänzt worden durch den Michi, der dann praktisch die Stelle vom Harry übernommen hat. Angie ist natürlich mit dem Team weiterhin als Theaterpädagogin, kümmert sich um alles, was geht, sogar um die vegane Küche, um Theaterpädagog-Mädchenarbeit. Fabiola ist für Streetwork da, Streetwork-Mädchenarbeit, Sport. Pitt Kranz, die Koryphäe schlechthin, der ist natürlich auf jeden Fall dabei, wenn es um Veranstaltungen geht, offen im Betrieb, der hat das Know-how, wenn man was wissen will, der weiß alles eigentlich im Prinzip. Gehört ist der FSJ, der Alan Rubin, gehört auch zum Team, können Sie hier sehen, wunderbar. Ich mache die Leitung, ich versuche das alles zu koordinieren. Wir haben mittlerweile, haben wir ja alles ausgebaut, wir haben das Top-Studio, wir haben eine Veranstaltungssaal, wir haben die Theke und so weiter. Was die Zukunft bringt, wir haben natürlich ein paar Veranstaltungen gehabt, die wir weiterhin ausbauen wollen. Wir wollen vor allem das Südpop ausbauen im nächsten Jahr. Wir haben im Februar den Dan Lucas da. Wir machen regelmäßig die Matrix Jam. Und was hinzukommen wird, wir werden auch natürlich hier das Monatsprogramm vorstellen. Jetzt ist zum Beispiel dazugekommen die Chiara Trovato, die hier freiwilliges Praktikum macht, die hier sich mehr mit einbringen will. Dann haben wir noch ein paar Jugendliche, die hinter der Theke arbeiten und so weiter. Das Ganze nennt man Partizipation. Last but not least, das ist die Zukunft. Nächstes Jahr werden wir natürlich noch größer in Erscheinung treten. Wir werden auf jeden Fall ein Open Air machen. Da weiß die Stadt leider noch nichts davon. Wir waren die Rock'n'Roll Days am 21. Mai mit Oldtimer Show und so weiter. Am 16. Juni machen wir das Open Air hier. Am 23. Juli wiederum haben wir das ausgelagerte Fest vom Kreisjugendring. Hier das Mühlenfest, das was letztes Jahr der Riesenschlager war beim Kreisjugendring. Ein ganz trauriger Moment in diesem Jahr war natürlich, als ich vom Urlaub zurückgekommen bin. Ja, das Steve und ich waren da gestanden. Alles war vollgekritzelt. Wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, verschiedene Sachen. Steuern zahlen muss und so weiter. Das war natürlich eine Riesenaktion. Die Folge war, dass wir riesen Feedback gehabt haben. Leider haben wir bis heute die Täter nicht finden können. Egal, wir haben trotzdem weitergemacht. Hier kommt der Praktikant Alex, komm mal rein, komm. Um euch das nochmal zu zeigen, das ist der Alex. Sozusagen meine rechte Hand. Des Teufels. Genau, Alex, sag mal was kurz dazu. Wie ging es dir in dem Praktikum? Es ist ja noch nicht vorbei, aber es geht dem Ende zu. Okay. Ich habe es genossen hier. Macht wahnsinnig Spaß. Ihr habt den ganzen Werdegang des Hauses miterleben dürfen und es kommen noch spannende Aufgaben auf uns zu. Yeah, wunderbar. Danke, Alex. An dieser Stelle möchte ich mich noch bedanken bei verschiedenen Leuten, die uns sehr unterstützt haben. Um das Team von Herrn Lohmann, die Frau Bouet, die EDV-Abteilung, das Sozialbüro, um Herrn Förster und Christine Hager. Die sind unterstützt worden, natürlich
von unserem Träger, Kreisjugendring. Bei den Schulleitern möchte ich mich bedanken. Bei dem Kulturbüro, was darf ich nicht vergessen? Finanzkasse, ganz wichtig für unser Haus. Natürlich Elektro, Hausmeister, alles was dabei ist. Die ganzen Praktikanten, alle Helfer, die ehrenamtlich was gemacht haben. Meine Familie hat immer mithelfen müssen bei jeder Veranstaltung. Die sind praktisch gezwungen worden, aber war gut so. Es war das erste Jahr, wir haben am 18. April geöffnet mit einer Riesenshow und verabschieden uns relativ ruhig in die Weihnachtspause. Vielen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, ihr besucht uns regelmäßig und habt Spaß. Euer Ralf. Jo!